Tourenwagen Cup, die vierte in Zandvoort. Juhu! Zandvoort hat eine ganze Menge mehr zu bieten als nur schöne Sandstrände und wunderhübsche Mädchen. Hier gibt es auch einen irren Autorennkurs. Wir dürfen uns auf einen spannenden vierten Lauf zum Tourenwagen Cup freuen. Die Autos sind seit Zolder ausgeglichener, die Konkurrenz ist enger zusammengerückt. Das hat einen Grund, nicht mehr nur die Audis dürfen mit Heckflügel an den Start gehen, die anderen auch. Neue Autos gab es also in Zolder zu sehen, aber da gab es auch noch ganz andere Probleme für die Piloten. Wolfgang Rother fasst das Rennen nochmal für Sie zusammen. Die Hitzeschlacht von Zolder. 30 Grad im Schatten, 40 Grad auf dem Asphalt, 65 Grad in den Autos. Und ein Mann aus Venezuela kommt damit am besten zurecht, Johnny Cecotto. Mit neuen Flügeln und den härtesten Reifen verhilft der Ex-Motorrad-Weltmeister seiner Marke BMW zu einem sensationellen Comeback. Die entscheidende Szene in der siebten von 22 Runden. Cecotto löst Audi-Pilot Emanuele Pirro an der Spitze ab. Eine harte Attacke, aber fair, wie man später auch im Audi-Lager zugibt. Cecotto gewinnt das Rennen von Zolder mit 4 Sekunden Vorsprung vor Frank Bieler Audi. Der Beweis, dass die Quattros aus Ingolstadt doch schlagbar sind. Audi-Pilot Emanuele Pirro fährt bis zum Kreislaufkollaps und wird Dritter. BMW und Audi zufrieden, die anderen Teams dagegen enttäuscht. Geburtstagskind Markus Österreich lenkt den besten Ford nur auf Platz 9. Lokalmatador Thierry Boutsen hat Probleme mit einer Felge und wird nur 14. Die beiden Nissan-Piloten kommen überhaupt nicht ins Ziel. Nach einem Motoraussetzer folgt Michael Bartels seinem Teamkollegen Ivan Capelli an die Boxen. Die ersten 10 von Zolder, Cecotto, Bieler, Pirro auf dem Treppchen, Heger im BMW vor 4 Audi, Stuck, Adams, Capello, Bernhard. Platz 9 für Österreich und auf dem 10. Platz der Privatfahrer Marco Werner im einzigen Opel Astra. Cecotto, BMW und die Flügel haben wieder Spannung in den Tourenwagen Cup gebracht. Die Leistung des Motors, Chassis, Getriebe, das Können des Piloten, alles Mosaiksteine zum Erfolg. Aber ob Sieg oder Niederlage, darüber entscheiden vor allem diese schwarzen Walzen, die Reifen. Und das gilt vor allem hier in Zandvoort. Kleine Gummistücke von den Reifen. Ein typisches Bild am Rand der Rennstrecke von Zandvoort. Denn der kurvenreiche Dünenkurs ist extrem reifenmordend. Das kommt zu einem aufgrund des niedrigen Gripniveaus. Das heißt, die Haftung ist relativ gering auf dieser Rennstrecke. Das kommt dadurch, dass hier relativ wenig gefahren wird und durch den Sand. Wir sind also hier nahe am Meer, nahe an den Dünen. Und der Wind trägt doch sehr viel Sand auf die Rennstrecke. Dadurch wird die Strecke sehr, sehr rutschig. Und es dauert immer eine ganze Zeit, bis bedingt durch die Fahrzeuge die Strecke im Prinzip frei gefahren ist. Und dadurch auch mehr Grip, also mehr Haftung für die Reifen, für das Fahrzeug entsteht. Die Folge dieser Problematik, die Reifen erreichen kritische Temperaturen bis zu 110 Grad. Ideal sind 80 bis 90 Grad. Dadurch bauen sie natürlich stark ab. Die Fahrzeuge übersteuern oder untersteuern dann. Das soll durch die richtige Reifenmischung verhindert werden. Hier in Zandvoort ist es so, dass wir also auf der rechten und auf der linken Seite, die linke ist die hauptbeanspruchte Seite hier in Zandvoort, unterschiedliche Reifenmischungen fahren. Wir haben in Zandvoort 6 Rechtskurven und 2 Linkskurven. Das heißt, wir werden hier auf der linken Seite eine etwas härtere Reifenmischung fahren wie auf der rechten Seite. Alle 18 Fahrzeuge des Tourenwagen Cup, ob mit Dunlop oder Michelin bereift, werden in Zandvoort mit dieser Hart-Weich-Kombination an den Start gehen. Dennoch sind die Voraussetzungen nicht gleich. Audi zum Beispiel fährt mit Vierradantrieb. Die BMW sind Hecktriebler und Nissan, Opel und Ford verfügen über Vorderradantrieb. Und gerade die Fronttriebler haben hier extreme Schwierigkeiten. Und eben durch die engen Kurven werden die Vorderräder sehr stark belastet. Beim Rausbeschleunigen in den kleinen Gängen haben wir halt sehr stark durchdrehende Räder. Wir sagen Wheelspin dazu. Ja, und da ist der Reifenverschleiß natürlich höher und das rächt sich dann eben mit der Dauer des Rennens. Der Nachteil für Ford, Opel und Nissan ist also die Doppelbelastung der Vorderachse, resultierend aus der extrem kurvenreichen Strecke und dem Frontantrieb. Damit dürften sie keine Rolle im Kampf um den Sieg hier in Zandvoort spielen. Den machen wohl wieder BMW und Audi unter sich aus. Audi mit dem Quattro-Antrieb hat theoretisch besonders gute Chancen. Hier ist die Belastung auf alle 4 Räder verteilt. Grundsätzlich bedeutet mehr Traktion eben ein besseres Herausbeschleunigen und auf Distanz weniger Reifenverschleiß. Das ist der Vorteil vom Audi. Und der Nachteil für die heckgetriebenen BMW.
Auf dem rutschigen, sandigen Kurs können sie das Duell gegen Audi vor allem beim Herausbeschleunigen aus den Kurven verlieren. Wir müssen viel dosierter herausbeschleunigen, damit wir wegen unseres Heckantriebs keine durchdrehenden Reifen bekommen bzw. ein Übersteuern, dass das Heck ausbricht. Und das ist eben im Prinzip für uns die hohe Kunst des Fahrens bzw. für unsere Ingenieure die hohe Kunst, das Auto fahrwerksseitig richtig einzustellen. Johnny Cecotto aus Venezuela ist ein wirklich verdammt schneller Rennfahrer. Aber das ganz allein hat es nicht ausgemacht, dass er in Zolder die Audis zum ersten Mal in dieser Saison schlagen konnte. Bei BMW hat man die Hausaufgaben gemacht. Der neue Heckflügel, das etwas leichtere Minimumgewicht hat es bewirkt. Das Auto ist wirklich riesenschnell geworden. Bei Audi macht man sich natürlich Gedanken, dass BMW so nah dran gekommen ist. Das sieht man nicht so gerne bei den Ingolstädtern. Also da wird auch kräftig weiterentwickelt. Und wenn man jetzt das freie Training als erste Eindrücke nimmt, dann muss man davon ausgehen, in Zandvoort gibt es wieder das Duell Audi gegen BMW. Das Duell zwischen den bayerischen Autoherstellern Audi und BMW tobte auch im Zeittraining in Zandvoort, wie schon in Zolder. Frank Bieler diesmal aber auf der Pole Position, zum ersten Mal für den Tabellenführer Startplatz 1 in diesem Jahr. Zum vierten Mal in Folge also eine Audi 80 Competition auf der ersten Startposition. Frank Bieler mit einem kleinen Trick, er fuhr nämlich seine Zeit bereits im ersten Zeittraining da, wo die meisten anderen Fahrer, wie zum Beispiel Emanuele Pirro, noch abwarteten auf das bessere, möglicherweise bessere zweite Training. Bieler auf der Pole Position, Emanuele Pirro qualifizierte sich in der zweiten Session für den zweiten Startplatz, also zwei Silberpfeile aus Ingolstadt in der ersten Reihe. Aber, das darf ich vorwegnehmen, es war unheimlich knapp. Trotzdem, Audi-Sportchef zufrieden. Ja, wir haben nichts Neues an den Audis entwickelt, wir haben konsequent ganz einfach weitergearbeitet und ich bin davon überzeugt, dass wir heute gut dastehen werden. Die Audis standen gut da, Bieler auf der Pole Position, Pirro auf dem zweiten Platz, Capello auf dem fünften Platz, Bernhard sechster, aber Stritzelstuck hatte riesengroße Probleme, denn er steht am Sonntag nur auf dem 12. Platz, nachdem er im freien Training am Freitag nur 14. war. Riesengroße Schwierigkeiten für den Routinier aus Bayern, der inzwischen in Österreich lebt. Es gab ein technisches Problem am Freitag, es gab ein Differential, das nicht richtig funktionierte. Inzwischen sein Auto optimal funktioniert, aber so die Aussage von Stritzelstuck, das Auto ist es nicht, es ist der Fahrer, der mit den langsamen Kurven nicht zurechtkommt. Schwierigkeiten anderer Art hatte Alfred Heger. Im freien Training rutschte er von der Strecke, kam vom rechten Weg ab. Der Mann, der in Zolder noch in der ersten Startreihe stand, für ihn lief es diesmal nicht so gut. Er setzte allerdings im Training auf relativ harte Reifen, um nicht die gleichen Probleme zu haben wie zuletzt in Zolder. Deshalb nur der siebte Startplatz für ihn. Wesentlich schneller unterwegs waren Alexander Burgstaller und Johnny Cecotto. Burgstaller holte sich den vierten Startplatz in der zweiten Sitzung und war nur eine Hundertstelsekunde langsamer als Johnny Cecotto. Und dieser Mann, der Mann aus Venezuela, der schon in Zolder mit seinem Sieg für Furore sorgte, machte es ganz, ganz spannend in der letzten Trainingsminute, denn kurz vor dem Fallen der Zielflagge ging Cecotto noch einmal auf Zeitenjagd. Und wie er ging. Übersteuernd, untersteuernd, spektakulär die Fahrweise von Rambo Johnny Cecotto, so wird er hier genannt. Alles guckte gespannt auf die Monitore, auf die Zeitnahmemonitore, ob Johnny Cecotto die Audis aus der ersten Reihe würde verdrängen können. Aber am Ende reichte es trotz maximalen Einsatz von Johnny Cecotto nicht ganz. Er steht in der zweiten Startreihe neben Alexander Burgstaller. Die beiden Zeittrainingsläufe sind vorbei. Es spitzt sich alles wieder hinaus auf ein Duell Audi gegen BMW. Von Audi, Hans-Joachim Stuck bei uns, gestern nach dem freien Training 14. mit der Zeit, heute 12. Irgendwas läuft nicht, so kennen wir ihn. Stritzel nicht, was ist los? Na gut, gestern ging es Auto nicht. Wir hatten gestern ein Sperrenproblem. Jetzt am Schluss war das Auto super. Ich hatte auch noch weiche Reifen für das zweite Zeitraining, aber ich konnte es nicht umsetzen. Es gibt da langsame Stellen, die liegen mir nicht. Da verliere ich unheimlich viel Zeit auf kurze Distanz. Jetzt muss ich halt morgen von hinten mal schauen, wie die Kollegen das machen. Vielleicht komme ich da noch mit. Aber es ist natürlich sehr bedauerlich, so weit hinten zu stehen. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht, mit Wahl kann ich nichts machen. Gell? Jetzt wissen wir, dass der Stritzel ein Kämpfer ist. Also ganz kampflos wird er sich morgen geben. Na, wir haben ja 40 Runden Zeit. Aber mal sehen, wenn es einigermaßen passt, dann wird schon was gehen, glaube ich. Wird das Duell Audi gegen BMW oder kommen da noch andere? Ja, also wenn man hier sieht, wie stark Cecotto fährt, dann würde ich schon sagen, wird es morgen ein Duell BMW gegen Audi geben. Wir hatten ja ein schönes mit dem Alex Burgstaller letztes Wochenende. Vielleicht treffen wir uns morgen wieder auf der Piste. Dann werden wir mal sehen, was los ist. Ich freue mich schon auf morgen.
Der Alex, der steht natürlich wesentlich weiter vorne in der Startaufstellung. Der Hans-Joachim hat es gerade angesprochen. In Zoll, da seid ihr euch ein bisschen näher gekommen mit den Autos. Da gab es dann die eine oder andere Schramme. Hat aber im Verhältnis zwischen euch beiden nichts ausgemacht, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich kenne den Schlüssel ja schon ein bisschen länger. Und der Kampf in Zoll, der hat richtig Spaß gemacht. Ihr seid ein bisschen befreundet, aber so weit geht die Freundschaft dann auch nicht, dass du morgen auf ihn wartest. Nein, ich glaube, so weit muss ich es nicht kommen lassen. Ich schaue schon, dass ich möglichst weit nach vorne bleibe und auch vielleicht eventuell ein bisschen weiter nach vorne komme. Wie erklärt sich euch, dass das BMW so schnell den Anschluss an Audi geschafft hat? Ja gut, bei uns ist wirklich sehr, sehr hart in den letzten Wochen gearbeitet worden, weil der Abstand zu Audi war am Anfang recht groß. Und na gut, die Ergebnisse zeigen es jetzt, dass wir zu den Audis aufgeschlossen haben und auch, sagen wir mal so, in Zoll, da waren wir auch schon schneller als die Audis. Das Duell Audi gegen BMW, wir werden sehen, wie es ausgeht, aber es sind natürlich nicht die einzigen Fahrzeuge hier auf der Strecke, da gibt es auch die Verfolger, dazu gleich mehr. Dazu gehört Ford und natürlich auch Thierry Boutsen. Thierry, Zehnter, nach den Trainingsläufen sicherlich nicht ganz zufrieden. Nein, es ist nicht gut gegangen. Ich habe zweimal Verkehr gehabt in eine gute Runde mit den weichen Reifen. So, meine Zeit ist nicht, was ich machen konnte. Ich habe gestern mit den gleichen Reifen 9-2 gefahren. So, das ist gut für die sechste oder fünfte Position hier. Aber so ist es. Ich nehme es so. Was ich sagen kann, ist, dass das ist keine gute Rennstrecke für die Frontantriebautos. Die sind alle hinten. So, das ist schwierig für uns. Schwierig für uns, für Ford, für Nissan auch. Beim Frontantrieb ist hier, die Hecken sind zu langsam. Ford also mit Antriebsproblemen auf dieser Strecke, wie es für die Ford-Fahrer im Training gelaufen ist, das erzählt Ihnen Thomas Vogt. Ford war der schärfste Verfolger der Audi und der BMW bei den ersten Rennen, aber hier in Zandvoort große Probleme, unter anderem ein Dreher von Markus Österreich gleich im ersten Zeittraining Samstagmittag. Kurzer Ausrutscher, was war passiert? Ja, ich wollte zu viel anscheinend. Nee, irgendwie, ich schätze mal, dass da Öl oder was liegt. Ich bin über die Kuppe weg, über die rechts. Und das Heck ausgebrochen. Und ich habe es halt nicht mehr so schnell einfangen können. Das beim Fronttriebler auch ein bisschen schwierig dann. Da hat es mir halt gedreht. Habe das Auto halt abfangen können, bin nirgends eingeschlagen. Das war ganz gut. Glück für Markus Österreich auch, dass er sich die Reifen nicht ruinierte bei diesem Ausrutscher, denn Sie haben es vorhin erfahren, im Tourenwagen-Cup gibt es eine Reifenlimitierung. 6 Reifen müssen ausreichen für das Zeittraining, für beide Sitzungen und für das Rennen. Und das ist in Zandvoort ganz besonders schwierig. Markus Österreich ging dann im ersten Zeittraining noch einmal auf die Jagd, kam aber nicht besonders gut zurecht. Er hob sich seinen Angriff für das zweite Zeittraining auf. Auch Thierry Boutsen, er war nicht zufrieden, wir haben das gerade im Interview gesehen, mit dem Fahrzeug des Eckenberger Teams. Es wird vom Ford ja über 2 Teams eingesetzt, die Fahrzeuge von Walter Wolf und Rüdi Eckenberger. Thierry Boutsen am Ende nur auf dem 10. Startplatz. Flott unterwegs die Privatfahrer aus dem Hause Ford, nämlich Klaus Panchiert und auch Bruno Eichmann. Panchiert bei seinem zweiten Tourenwagenrennen auf dem 14. Startplatz. Bruno Eichmann einen Platz da vorne, nämlich Startplatz 13 für ihn. Der beste Ford-Fahrer im Training, der hieß am Ende aber doch Markus Österreich, einer unserer beiden Kameraleute hier in Zandvoort. Der andere ist Alfred Heger. Österreich fuhr im Abschlusstraining für die Verhältnisse eines Ford Mondeo bzw. des frontgetriebenen Fahrzeuges sehr, sehr schnell. Er eroberte die 9. Startposition und das Interessante ist, dass die Fahrzeuge vom 2. bis zum 14. Startplatz innerhalb einer einzigen Sekunde liegen. Das zeichnet diesen neuen ADAC Tourenwagen Cup aus. Markus Österreich hier in Aktion. Sein Auto ist inzwischen links gelenkt, ein neues Fahrzeug, das er seit dem Rennen in Zolder fährt. Das Fahrzeug wurde in Eigenregie aufgebaut bei Walter Wolf in Deutschland. Die anderen Autos aus dem Hause Ford sind noch Fahrzeuge, die normalerweise in der britischen Tourenwagenmeisterschaft eingesetzt werden. Nur das hat Ford überhaupt ermöglicht, in diesem Jahr ein Comeback zu feiern im deutschen Motorsport. Walter Wolf hat inzwischen eine Eigenentwicklung betrieben und die ist nun seit Zolder mit von der Partie und das nicht langsam, wie man hier in Zandvoort im Training gesehen hat. Das ist ein Kompressor, der erzeugt Druck. Mit diesem Druck werden Reifen aufgepumpt und die Autos in der Boxengasse aufgebockt. Druck erzeugt auch die Erwartungshaltung der Nissan-Fans auf die Piloten der Japaner hier, denn die Nissan-Europazentrale, sie ist nicht allzu weit von Zandvoort in Holland ansässig. Und diesen Druck spürt auch Nissan-Pilot Michael Bartels. Michael Bartels, Beruf Rennfahrer, Werksfahrer bei Nissan im ADAC Tourenwagen Cup.
Volle Konzentration im Training, denn Nissan hat auf dem Kurs von Zandvoort Probleme. Das frontgetriebene Auto hat beim Herausbeschleunigen aus den engen, langsamen Kurven Traktionsschwierigkeiten. Dazu auch hier die Sorge um die Reifen, die auf dem rauen Asphalt erheblich strapaziert werden. Schnell sein und dennoch die Reifen schonen, das kommt nahezu der Quadratur des Kreises gleich. Nur wenige Runden dreht Michael Bartels in beiden Trainingssitzungen. Morgen steht er als schnellster Nissan-Pilot auf Startplatz 8. Für uns ist die Rennstrecke hier nicht unbedingt die beste, was die Vorderachse angeht. Es gibt 3, 4 sehr langsame Kurven. Zweiter Gang, da haben wir größere Traktionsprobleme. Wir können das wieder etwas kompensieren auf den längeren Geraden, weil unser Auto auf den Geraden sehr stark ist, was den Motor angeht. Das heißt, die Topspeed-Leistungen sind gut und auch in den schnellen Kurven. Also im Großen und Ganzen ist der Platz doch zufriedenstellend. Die Audis und die BMWs sind sehr, sehr schwierig zu packen mit der neuen Aerodynamik. Also ich glaube schon, dass wenn wir hier auf Platz 7 oder 8 im Training landen, das ist das, was wir erreichen können. Mehr ist im Moment nicht drin. Rückblende, Samstagmittag, Arbeitsbeginn für Michael Bartels. Sein Auto wird von der Scuderia Italia vorbereitet. Das Team ist mit Begeisterung bei der Sache. Vor allem, weil es in Zandvoort ohne große Hektik abgeht. Der großzügige Zeitplan lässt den Technikern Zeit fürs Auto, dem Fahrer ungewohnte Freiräume, Zeit für Pläuschchen. Wir waren immer noch um 11 Uhr im Hotel, sind dann langsam hier rüber geschlendert und das Auto war schon soweit vorbereitet. Dann hat man natürlich auch noch neben der Freizeit, die ja heute reichlich war, einige Ingenieurs-Meetings, wo alles nochmal durchbesprochen wird, die Taktik mit den Reifen. Aber im Großen und Ganzen bleibt auch viel Zeit an so einem Tag wie heute zu netten Gesprächen. Man kann auch mal ausführlichere Gespräche suchen mit Leuten, wo man sonst eigentlich nur immer kurz zwischen Tür und Angel Hallo sagt. Die Garderobenfrage stellt sich für Michael Bartels nicht. Der feine Rennfahrer trägt feuerfesten Zwirn in den Nissan-Farben Schwarz und Blau. Michael, ganz Junggeselle, fühlt sich selbst zuständig. Dabei ist es in Zandvoort genau wie überall, wo Michael Bartels fährt. Alle Welt rätselt. Wird Steffi Graf seine Verlobte da sein? Vielleicht verkleidet, inkognito? Und das nervt. Welche Frage können Sie denn derzeit am allerwenigsten leiden? Die, die ich jetzt stellen will? Die in einer recht großen deutschen Boulevardzeitung sicherlich auf der Titelseite war. Aber es wurde darüber so viel schon in den letzten 1,5 bis 2 Jahren spekuliert. Und Spekulationen kommen immer wieder auf. Aber da muss man mit leben. Da habe ich auch kein Problem mit. Und im Großen und Ganzen, glaube ich, läuft das alles schon so seinen richtigen Weg. Natürlich ist Steffi nicht in Zandvoort. Und so ganz unrecht scheint es dem Michael Bartels gar nicht zu sein. Da gilt die Konzentration ganz seiner Leistung, seinem Auto. Herr Bartels ist dann nicht nur der Verlobte von Fräulein Graf. Und seine Domäne, den Umgang mit den PS, wart er entschlossen. Wenn ihr miteinander fahrt, wer fährt denn dann im Auto? Ja, das sollte man dann schon mir überlassen. Noch 2 weitere Nissan sind in Zandvoort am Start. Ivan Capelli im blauen Auto platzierte sich auf Rang 11. Der Holländer Coronel im roten Nissan aus der englischen Tourenwagenmeisterschaft konnte sein Auto auf Platz 15 stellen. Ganz vorne war Nissan noch nicht zu finden, aber man hat ein langfristiges Programm. Hier das Ergebnis für Sie noch einmal grafisch dargestellt. 2 Audi in der ersten Reihe, dann 2 BMW-Fahrer und der beste Nissan-Fahrer auf den 8. Platz. Das war's vom Zeittraining zum 4. Lauf Tourenwagen-Cup in Zandvoort. Wir sehen uns morgen wieder, 13 Uhr, das Rennen live im deutschen Sportfernsehen. Bis dann, tschüss. Tschüss.